hiermit ich zwei Bauernhäuser reinsetze, kann ich hier halt wahnsinnig gut Aubergine machen. Wird dann immer noch wieder aufgefüllt, ne? Also das ist halt, dauert halt immer ein bisschen. Hier ist auch Wasser reingelaufen im Übrigen. Das ist sehr spannend. Wo das denn her? Das muss hier oben drüber gelaufen sein. Das wird jetzt hier ein bisschen, das überflutet hier die ganzen Holzgeschichte und hat sich hier sogar ein bisschen einen Weg gemacht. Oder vielleicht ist hier hinten drüber gelaufen. Das kann auch sein. Notpumpe hatten wir mal eine Zeit lang. Haben wir dann aber irgendwann gesagt, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil das verdunstet so schnell dann. Durch die langen Dürrephasen, wie jetzt. Hier, guck. Ist alles schon wieder fort. Und diese großen Tanks, man muss es fairerweise sagen, 60 Zahnräder dafür, ist eine ordentlich teure Angelegenheit. Also die ganz großen Wasserspeicher sind ein sehr, sehr teures Vergnügen tatsächlich. Und die muss man sich auch leisten wollen. Dafür ersetzen die mir halt 4 von den mittleren Tanks. Eins. Und das ist eine Platzfrage auch dann tatsächlich am Ende. Überall so in der ganzen Geschichte hier diese großen Tanks zu verteilen, wenn wir an die 20.000 Wasser speichern können. Das ist natürlich eine Geschichte, die sich lukrativ für uns anhört. Also hier haben wir allein schon, hier haben wir ja schon mal 2.400. Das gleiche haben wir hier dann auch nochmal. Ja, sind 4.800. Allein auf dieser Ecke haben wir das schon gespeichert. Hier auch nochmal. Sind wir bei fast 10.000 Wasser auf diesen zwei Punkten. Dann haben wir hier noch ein bisschen, dann haben wir hier noch ein bisschen. Also wir speichern quer in der ganzen Kolonie Wasser. Und diese kleinen Dinger, die, wenn jetzt nur eins steht und hier so eine ganze Ecke versorgt, sei es drum, ne? Oder hier, das reiße ich nicht ab und baue es nicht neu. Das macht für mich keinen Sinn. Aber solche, wo die ganzen kleinen Wasserspeicher wie hier standen, das reiße ich einfach weg. Weil die kleinen haben 30 Wasser, ja. Und das ist steht in keinem Verhältnis zu dem Platz, den die verbrauchen dafür. Mit dem T-Shirt, du liest immer Elvis? Ja. Das ist Absicht. Pure Absicht. Das sind bestimmt 100 oder 200 denkmalgeschützt. Das kann sein, ja. All die hier vorne wären es mit Sicherheit gewesen, auch die Pumpen. Das waren hier die ersten Pumpen, die wir gebaut haben. Aber das macht keinen Sinn, die zu erhalten. Das nimmt nur unnötig viel Platz weg für das, was wir am Ende da bauen können. Ja, hier sind auf jeden Fall ganz viele Rohholzreste, die wir nicht speichern können, weil die halt schlicht und ergreifend unsere Lager alle voll sind, ja. Und deswegen haben wir einfach, wir haben zu viel Holz rumliegen, was wir vorher nicht hatten, ja. Vorher hatten wir das gar nicht und jetzt haben wir zu viel, also es ist verwirrend oft. Hier liegen sogar Zahnräder rum. Das müssten die eigentlich. Da müssten die jetzt eigentlich wie verrückt hinrennen und das hier abholen. Weil die lieben ja Zahnräder. Hier ist der erste Speicher fertig. Wir können jetzt insgesamt 14.500 Wasser speichern, gesamtbase-mäßig.
sind 390 schon drin, na, das geht ratzfatz. Na komm jetzt. Mach die Dinger halt leer. Wie schaut es mit unserer Megabaustelle aus? Ist gut soweit? Ja, wir haben immer noch sehr wenig Maisrationen. Haben wir da kräftig Biber aufgestockt? Unsere Maiswerke laufen auch nur so semi-geil. Fünf. Da wird es echt Zeit, dass wir jetzt langsam die Motoren dann rüberbringen. So, hier pflanzen wir, haben wir gesagt, Aubergine. Aubergine! Let's go. Das ist auch nur ein sehr überschaubares Feld, ne? Ja, wir werden mit Sicherheit demnächst wieder ein bisschen Holz für neue Projekte holen müssen. Wobei wir ja sehr viel Holz eigentlich brauchen. Ne? Also die eigentlich der Ausbau hier, der hier gerade läuft, mit dieser Erweiterung, die wir hier ja gerade machen, der frisst noch ordentlich Holz. Also es ist nicht so, dass das nicht schon im Plan wäre. Vierzehn Tage Dürre haben wir. Ja. Ja, Bretter ist. Die Getriebe schauen auch mit ein bisschen besser aus, ne? Wie viel geht hier noch rein? Da ist die Hälfte schon drin. Ja. Je mehr Biber wir gerade zur Verfügung haben, desto mehr können wir natürlich auch auf solche Dinge eingehen und einfach mal die Produktion durchstarten. Ja, wenn dann mal Biber da sind, können wir halt jetzt dann die 7 Stellen auch noch besetzen. Aber die werden ohnehin zuerst diesen Mammutbau hier bauen und erst dann werden die weitermachen. Weil das hat einfach Priorität gerade. Und da sind die ja auch die ganze Zeit dran und liefern hier überall an jedes Einzelding liefern die irgendwas an. Nee, das passt schon. Das machen die schon gut. Man merkt das schon, ne? Das ist schon, da ist schon ordentlich Druck drauf. Auf dem Bau. Die sind hier schon gut beschäftigt. Das könnte man natürlich sagen. Ist alles schön und gut, Leute.
Aber bitte bau die Welle unten zuerst. Wir könnten das System nämlich zumindest mal testen, ob das läuft. Ja, da haben wir das, da haben wir theoretisch auch den Fehler gemacht. Da hätten wir noch eins weiter nach links gehen können, aber das ist egal. Unterm Strich funktioniert das jetzt hier genauso. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Mal gespannt. Die bauen da wirklich gewaltig dran, ne? Das ist halt was anderes, wenn du ein Gebäude baust, als wenn du 30 verschiedene Sachen baust. Weil die liefern an 30 verschiedene Sachen gleichzeitig hier gefühlt an. Und deswegen kommt es einem so vor, als würde hier nichts vorwärts gehen. Aber das ist tatsächlich nicht so. Es dauert einfach nur. Und Stefan, einen wunderhübschen guten Abend dir. Hi. Wir lassen mal ein bisschen Wasser ins System rein. Füllen noch mal gut auf. Jetzt sind noch 12 Tage Dürre. Damit kommen wir. Man merkt das immer so. Also ich merke das jetzt mittlerweile nicht mehr, wenn Dürre ist oder nicht Dürre ist, weil das macht minimalen Unterschied bei uns aus, ob jetzt eine Dürre gerade ist oder nicht. Weil das System einfach schon so dermaßen zugebaut und so hochgewachsen ist, dass du das nicht wirklich mehr bewusst wahrnimmst. So, letzte Baustelle hier. Das System läuft theoretisch schon. Wir könnten jetzt Papier herstellen. Ich will das mal testen gerade. Mal schnell 2 Biebers hier ein, die mal ganz kurz ein bisschen, oder 3 meinetwegen, haben wir ein paar Biber übrig, ja, und dann können wir mal ganz kurz hier die PS mal ordentlich ausreizen, ja, gut, so ordentlich auch nicht, aber ich würde das einfach gerne mal sehen, was passiert, wenn, ne? Weil hier müssen jetzt, hier werden jetzt Rohholz, wird hier eingelegt und in Papier umgewandelt. Sascha! Sascha, dankeschön für 24 Monate im Primary Sub. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dir für so lange Zeit schon. 2 Jahre voll, die Abo-Falle schlägt wieder zu. Zwergt an Herz, Zwergt an Herz, Zwergt an Herz, Zwergt an Herz, Zwergtype. Zwergtype, dankeschön. 24 Monate, 2 Jahre einfach mal voll gemacht. Vielen Dank für den so lieben Support, so lange schon auch. Dankeschön. Es läuft. Es geht ratzfatz, ne, mit der Papierherstellung. Sascha, das ist saulieb von dir, danke. Wir produzieren da schon ordentlich mit Schmackes rein, ne?
Ja, hier wird auch nur noch auf Zahnräder gewartet, ne? Also das ist eigentlich im Prinzip alles, was wir machen, ist gerade momentan auf Zahnräder warten für die Fertigstellung hier. Dann wird das Prime-Abo wenigstens auch genutzt. Ah, das ist so lieb. Für was wird Papier gebraucht? Riad für Dynamit. Das kommt in der Sprengstofffabrik zum Einsatz. Und daraus stellst du Sprengstoffe her. Das bedeutet, wir brauchen sehr viel Papier und verarbeiten das dann mit sehr vielen Werken und dann wieder in sehr viel Sprengstoff. Hoffentlich. Mal schauen. Normalerweise ist das immer so, wenn du da einmal, sobald du ein Trümmerteilchen Sprengstoff zur Verfügung hast, führt das dazu, dass du hier alles vollkleisterst und irgendwie 600 Sprengstoffe auf einen Schlag verbrauchst. Und dann ist das System leicht überfordert. Meistens. Bei mir immer. Eigentlich wirklich immer. So, jetzt können wir die Dinger wieder abschalten, weil das war wirklich nur der Test für die ganze Geschichte. Das braucht es jetzt eigentlich gar nicht. Wir können die Leute lieber sinnvoller gerade als Träger einsetzen. Aber wir wissen, dass es sehr schnell geht, Papier für Sprengstoffe herzustellen. Wir haben wieder 5 Zahnrädchen, die gehen natürlich weg wie die warmen Semmels. Ne? Wir produzieren jetzt auch deutlich mehr, fällt mir gerade auf. Ne? Also auch hier sind die Werke zum Teil wenigstens, also sind alle besetzt, also müssen alle laufen. Wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das System haben wir relativ hoch skaliert und dann immer pausiert. Also wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, sehr easy herzugehen und zu sagen, ja, lass mal alles anschmeißen. Das geht dann mit den, auch selbst dann bei einem so hohen Bedarf mit den Zahnrädern produzieren wir sehr, sehr viel. Momentan gehen die halt nur da oben rein. Ey, Einfax, dein Wunderhübschen. Hi, grüß dich. Ja, hervorragend. Und selber? Ein bisschen warm heute, aber so ist alles fein. Hier, guck mal. Das geht ratzfatz. Diese letzten Dinger aufzubauen wird nicht lange dauern. Hier auf dem Deich oben ist halt, oder auf dem Damm ist hier ordentlich Betrieb noch nachts. Da gehen unsere Bibers abends spazieren. Ja, ich muss bei meiner Klima muss ich selber mal Kundendienst machen. Ja, ich muss die mal einfach für den Sommerstart klar machen. Hab's aber noch nicht getan. Deswegen habe ich nur einen kleinen, unscheinbaren Ventilator hier neben mir stehen. Aber der hilft halt auch nur bedingt, wenn der Raum immer wärmer wird. Die Wärme muss halt raus. Und ich habe ja alles gekippt schon, aber das hilft auch nichts. Nee, Sprengungen gab es noch keine. Wir arbeiten gerade an unserem neuen, zwergischen Sprengwerken, ja. Oder bibischen Sprengwerken. Und ja, ist noch in Arbeit, hoffentlich. Wenn wir was sprengen würden, würden wir sowieso dieses Flussbett tiefer sprengen erstmal. Das ist die erste Baustelle, die wir überhaupt angehen. Das muss mindestens auf eine Zweierebene tief gehen, um auch bei selbst bei Langzeitdürren immer zur Verfügung zu stehen. Drunter machen wir es nicht. Ist auch ziemlich voll, ne? Hast du da viel Sonne auf dem Tag über die Fenster stehen? Ja, den ganzen Tag. Also hier ist Südwestausrichtung. Das heißt, im Süden habe ich auf der einen Seite und dann im Westen aber auf der anderen. Also hier auf dem Bau steht ab Mittag die Sonne drauf und zwar komplett. Und das merkt man einfach sehr. Ich bin hier reingekommen, mich hat da fast der Schlag getroffen. Also normalerweise im Sommer ist es mittlerweile so, durch die ganze Elektronik, die hier drin steht, ist es einfach so, dass ich im Sommer eine halbe Stunde vor dem Stream normalerweise hier drin bin, schalte die Klimaanlage ein und schaue erstmal, dass ich die Wärme rausbekomme, die schon drinnen ist. Das hält dann eine Zeit im Stream so meistens 2 Stunden und dann ist die Wärme wieder drin. Das haben wir das letzte Mal sehr gut, glaube ich, sehen können bei dem, ich habe vor im Sommer letzten Jahres doch mal einen 12-Stunden-Stream gemacht.
Und da war es so gewesen, da habe ich ja alle 2 Stunden eine Pause, eine längere gemacht und die Klimaanlage auf Vollgas hochgedreht, einfach nur damit die Wärme rauskommt. Ich wollte den letzten Stream schon sagen, der Riesenteich hat, wenn er fertig ist, 17.000 Kubikmeter. Ja, das ist eine ordentliche Menge, ne? Also das, und vor allem, das reicht noch nicht. Wenn wir das runtersprengen, wird es noch mehr. Ja, du, Kirito, das Ding ist nicht mal, die Wärme von draußen ist das große Problem. Auch ein Problem, aber die Wärme von drinnen, du kannst das nicht verhindern. Hier läuft der Renderrechner, läuft quasi den ganzen Tag 24/7 durch. Ja, das kannst du irgendwann einfach nicht, das ist halt so. Und ich meine, ich brauche das Ding und dafür läuft er ja auch. Der Raum ist nicht groß und wenn du dann den Computer quasi noch da voll drinnen hast, das geht so schnell, weißt du, das wärmt sich einfach immer weiter auf. Das kannst du einfach nicht, irgendwann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Dann müsste jetzt der Raum deutlich größer sein, weil wenn der jetzt doppelt so groß wäre, wäre das nochmal vom Luftvolumen her was anderes. Und wenn ich einen zweiten Raum hätte, wo ich die Rechner auslagern könnte, zumindest die, die ich nicht hier drin brauche, oder die Server oder sowas, das ist ja alles im gleichen Raum drin, ja, dann hast du einfach das irgendwann das Problem, dass es halt nicht, dass irgendwann ist zu viel Wärme da und zu wenig Luft da und dann, naja. Ich habe ja auch den ganzen Sommer im Prinzip die Jalousien unten. Also das hilft ja sonst nicht anders. Und das wäre auch fein, wie gesagt, wenn die Wärme nicht von innen kommt. Jetzt in dem Stream, du merkst es mir ja an, ich gehe jetzt momentan im Sommer, gehe ich immer schon gut befeuchtet in den Stream rein, ja, und gehe dann am Abend, man sieht mir das dann doch durchaus an, dass es hier sehr, sehr warm ist drin, ne? Gut geduscht, ja. Das mache ich heute Abend wieder. Wenn ich heimkomme, erstmal duschen gehen. Ja. Nee, also das ist halt einfach, die Problematik liegt einfach in der Raumgröße. Allein schon dadurch, dass ich ein Dual-Setup habe, das heißt 2 Rechner, einen zum Gaming, einen zum Streamen. Allein da hast du schon Wärmeentwicklung, die hinten rauskommt. Der Gaming-Rechner, der läuft gut unter Last immer wieder. Ja, auch mit der Grafikkarte und so weiter. Der Streaming-Rechner aber auch. Ja, weil der ja auch nicht nur streamt, sondern auch aufnimmt. Und dass auch die Prozesse sich teilt. Und da ist sowohl der CPU wie auch die Grafikeinheit ist da in Charge. Und dann merkst du das einfach. Ne? Das merkst du halt einfach. Das läuft halt so durch. Ja. Und da muss man halt einfach ein bisschen gucken. Aber das ist, ja, es ist eine Gewohnheitsfrage auch ganz viel, ne? Wenn die Klima jetzt dann, wenn ich die am Wochenende, werde ich die wahrscheinlich startklar kriegen, dann denke ich, wird das so halbwegs machbar sein. Ich meine, heute war es nicht wirklich warm. Es hat so 20, 22 Grad gehabt. Aber die Sonne, wenn die da draußen auf der Hauswand steht, dann merkst du das hier drin trotzdem sehr. Im Winter ist es super angenehm. Also so ab minus 10 Grad ist eigentlich hier drin so okay, ne? Bei minus 20 muss ich langsam so die Heizung andrehen. Das ist so, da merke ich so langsam, dass dann werden die Füßchen kalt. Und ich will keine kalten Füßchen. Na, ich muss immer dran denken, meine Füßchen sind näher am Boden. Der Modkeller, ja, ja. Da höre ich immer nur irgendwelche Geräusche raus. Mein Schatz! So ungefähr, ja. Ja, wie gerne. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja so eine zwergische Leidenschaft. Ah, das ist einfach mal, wenn die laufen, dann laufen die, ne? Also selbst wenn ich alles zu habe im tiefsten Winter, dann wird es hier drin auch trotzdem warm. Also es hilft ja deswegen dann auch nicht. Die Wärme staut sich ja dann trotzdem im Raum. Das merkt man einfach. Also so, ich bräuchte quasi, ich müsste eigentlich irgendwo hier ans Fenster so einen Ventilator hinsetzen,
der permanent frische Luft reinführt in den Raum, ja. Damit das ein bisschen erträglicher wird, aber nur, geht ja auch nur dann, wenn es draußen auch angenehmer ist, ne? So, wir schauen eigentlich ziemlich gut aus, 6,2 Tage noch, bis die Dürre rum ist, von der wir nicht merken, dass sie da ist, aber sie ist da. Die erste Sprengfabrik ist auch schon ready. Das heißt, hier dieses System läuft, könnten wir demnächst mal langsam anstarten, also so ganz gemach, ne? Weil hier ist nicht mehr so viel zu tun, das ist jetzt wirklich, die bauen jetzt langsam aber sicher die Sprengwerke auf und dafür brauchen die Zahnräder und Metallblöcke. Metallblöcke haben wir nicht ganz ausreichend für das, was wir vorhaben, aber Zahnräder ja sowieso nicht. Das ist für den Riesenstaudamm, der hier, das ist unser Stufenstaudamm. Okay, die erste Stufe ist, also die Stufen sind auch schon ziemlich belegt. Schauen, dass wir mal ein bisschen Wasser wieder ablaufen lassen ins System. Damit füllen wir unsere Fläche hier immer weiter auf, ja, um dann einfach unsere Anbauflächen zu halten. Zwergisch betrachtet ist der klein. Ist richtig. Er hätte größer werden können. Ich wollte nur die Manioks nicht opfern. Ja, dann hätten wir hier das ganze Ding vollgebaut. Hätten wir da bis hier rüber gemacht und dann hätten wir ein Riesenbecken gehabt. Eines Tages, ich sag's euch, eines Tages verlegen wir dann die ganzen Gebäude hier einfach oben drauf, ja, und bauen das Ding hier noch da drüben bis zu der Kante und hier bis zu der Kante. Dann haben wir hier ein Riesenbecken im Eingang. Irgendwann kommt das. Ihr werdet es sehen. Schaut's hier aus. Ja, da sind die gleich fertig, ne? Da fehlt nicht mehr viel, dann wird hier gebaut. Hier wird auch schon Bretters reingelagert. Ja, alles gut. Am besten in der Wand eine B- und Entlüftung für den Raum haben. Kirito, das wäre, wie gesagt, optimal, ne? Die muss aber auch dann wiederum stark genug sein und dann, das größte Problem ist einfach, und das bleibt es auch, dass hier einfach zu viel Elektronik drin steht. Die nicht hier drinnen sein muss, selbst wenn ich streame nicht. Ja, die Server zum Beispiel. Große Baustelle. Jeder Rechner, der hier drin läuft, erhöht die Temperatur einfach. Ja. Und es geht bis zu einem gewissen Grad, ist es fein. Ja, aber irgendwann ist einfach zu viel. Da merkst du, je mehr Elektronik hier drin ist, desto schlimmer wird's. Bollwerk. Ja. Schau mal, wie die kriegen das locker flockig hin. Na, das wird jetzt ziemlich bald ziemlich gut werden. Unser Biberstand hat sich auch tatsächlich gut ausgemittelt. Das passt. Ich sehe da tatsächlich für uns jetzt gerade läuft alles. Essen schaut auch gut aus. Es wird sogar noch mehr. Aubergine. Ist aber immer noch nicht besser. Das haben die noch nicht angefangen. Nur das ist nur eine Frage der Zeit. Nee, für die Industrie, Markus, haben wir noch nicht genug. Wir rechnen momentan damit, dass unser System A nicht genug frisst, ja. Also wir haben jetzt, produzieren jetzt gerade im Netzwerk gar nichts. Na, wir warten jetzt mal auf morgen früh und schauen mal, wie sich die Netzlast verteilt hier im System. Ich denke mal, wir brauchen momentan nicht alles für alles, weil nicht alle Betriebe immer besetzt sind, sondern immer nur so sporadisch.
Und deswegen verteilt sich das dann. So, wir produzieren jetzt 1200 Energie, brauchen 1300, fast 1400. Das heißt, wir wären eigentlich jetzt drunter. Das Ding ist aber, dass unsere Motoren einmal anlaufen und nur auf einen Mitarbeiter quasi warten, der anschürt. Dann läuft das hier weiter. Jetzt laufen aktuell 1600 Watt da durch. 1600 PS, 1800 PS. Schauen wir mal. Das heißt, um alle zu betreiben, müssten wir jetzt eigentlich das letzte Werk hier auch noch starten. Dann läuft die Versorgung. Dann produzieren wir immer noch nicht genug, weil es immer noch schwankt. Aber das ist nur am Anfang so. Das ist jetzt nur so einen halben Tag oder was. Na, wir produzieren jetzt 1600 Watt für das Ding. Von 1800. Das liegt dann in den vielen Nahrungsmittelfabriken. Deswegen wollten wir hinten die Bieberschen Motorenwerke bauen. Und zwar hier nebendran kommen die hin. Dafür ist hier noch so viel Platz. Damit wir A, das ganze System hier zusammen haben. Das heißt, alle Motoren, alle Motorblöcke, die wir brauchen, sind dann hier. Und dann können wir nämlich genau gucken, wie viel wir brauchen und können das hier ein bisschen justieren. Na, und jetzt fängt das nämlich an, langsam zu ruckeln hier. Das schwankt immer so ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Jetzt ist gerade, heute ist wieder ein super Betrieb, gerade wenn man es zeigen will. Ne? Die letzten Male, wo ich geguckt habe, hatten wir immer irgendwas um 800 Watt, 800 PS verbraucht. Ja, so in die Richtung. Das war dann eher so normal. Ja, wir liefern natürlich jetzt mehr Energie, da hast du recht. Das ist sinnvoll. Ja, wir werden hier natürlich noch gigantische Mengen mehr brauchen. Ne? Also jedes Ding braucht hier, wie viel? 150 PS, glaube ich. Genau. Batterieneinfach sind eine gute Idee. Und die hatte ich mir tatsächlich für hier überlegt. Aber wir sind mit der Leistung noch nicht so, oder halt hier oben vielleicht sogar. Oder aber wir machen die hier dran, ne? Hier außen, dass man hier nochmal eine Reihe vorbaut und bauen die hier außen ran. Dazu würde ich aber gerne erst noch hier ein bisschen was freisprengen alles. Ne? Also das hätte ich ganz gerne noch vorher gemacht. Ja. Hier so eine, an die Vorderseite hier von dem ganzen Bau einfach nochmal hier überall Batterien rangestellt und dann nach unten schön weggesprengt, dass die halt mehr Platz haben. Wäre schon geil. Hier wäre halt angenehm, weil wir hier leicht mit der Welle von der Seite hochkommen, ja, und die dann anschließen können. Und auch einige bauen können im Übrigen, ne? Hier wäre es auch toll, ne? Hier, aber da sind wir ein bisschen weit noch weg. So, unser Wasser ist immer noch okay-isch. Wir produzieren Zahnräder schon. Wir haben auch ein bisschen wenig mittlerweile an Metallen, ne? Also Metall hat sich auch gut verbraucht jetzt. Die Frage ist, produzieren wir da mittlerweile? Nee, Lass mal leichte Metallproduktion hier oben wieder anstarten. Wir haben zwar immer noch keine Beavers, aber wir müssen den Metall hier oben sowieso abarbeiten, der hier ist. Und das wird einfach, einfach an der Zeit, ne? Das könnt ihr ruhig morgen fertigstellen. 2,2 Tage noch im Übrigen, bis zum Notwassern. Kommt hier Wasser? Ja, da kommt noch ein Schlückchen rein. Ja, aber das ist wirklich nur noch ein Sprutz gewesen. Wir lassen mal hier alles ab. Machen das System dann wieder zu, dann ist jetzt quasi die gesamte Menge an Wasser, die wir rausschöpfen können aus dem Stufenstaudamm, ist jetzt im System drinnen. Das Schöne ist, das System läuft ja bis hier hinten. Das ist hier, der ganze See ist immer noch Speichersee für unsere Felder. Ja, ist bis dahin ist der Speichersee. Also von hier hinten läuft das hier durch, hier so, hier bis zu dieser Sperre hier. Und erst ab da ist das System verbunden. Wir können das schon mittlerweile auf Standby stecken. Bei 1,8 Tagen läuft das ja eh gleich durch. Okay. So, Leute. Da ist wieder was fertig geworden. Das ist sehr schön. Thank you.
Ja, es läuft gut. Wie gesagt, hätten wir. Wir haben natürlich ziemlich hart unsere Ressourcen verballert. Wir speichern davon auch nicht die Wucht, ne? 200 Zahnräder sind in unserem System, 180 Metallblöcke. Ja, bei den Brettern haben wir 540, das ist ein bisschen mehr. Aber so viele verarbeitete Ressourcen haben wir gar nicht im Lagerstand. Das war auch noch so ein Thema, was wir irgendwann hier hinten mal machen wollten. Dazu müssen auch diese Wasserspeicher weg. Ja, dann können wir hier mal so ein bisschen mal Langzeitspeicher uns überlegen, um das Ganze, den ganzen Blödsinn auch mal zwischenzuspeichern. Weil wir haben natürlich, unsere Kapazitätsgrenzen sind sehr, sehr schnell erreicht, ne? Wenn du solche Baustellen jetzt hier machst, dann geht das ratzfatz. Jetzt hilft es uns nichts, selbst wenn wir das jetzt bauen würden, würde es ja erst nach Fertigstellung überhaupt voll werden. Also von daher brauchen wir das jetzt auch gerade im Moment noch nicht anfangen. Aber, ja. Dann lassen wir es jetzt erstmal mit all den anderen Baustellen fertig werden. So, hier oben müsste schon... Altmetall kommt schon. Sehr gut, dann kommt frisches Altmetall rein. Sonst wird das hier nämlich nie fertig. Schauen wir mal. Ja, weil da brauchen wir 30 Metallblöcke pro und das wird natürlich lange dauern. So, wie schaut es hier im Hauptbecken aus? Da ist schon hier ziemlich die nächste Stufe erreicht. Das bedeutet, wir sind hier auf ein Drittel Leistung Restwasser noch. Das ist nicht viel, was hier noch übrig ist. Also es wird jetzt sehr, sehr zeitnah Zeit für eine weitere Wässerung von unserem System. Das Gute ist, wenn das einmal hier durchläuft, das braucht hier nicht viel auffüllen, weil das immer noch ziemlich voll ist. Das schießt quasi instant hier durch in das System. Das ist eine Schnecke, was wir hier gebaut haben. Das heißt, es kommt hier rein, fließt hier rum, fließt an der Seite von unserer Kolonie vorbei durch den langen Trichter oder durch dieses lange Wasserbassin, was wir hier haben. Geht hier hinten raus, macht dann den Bogen rum in die erste Pumpreihe, macht dann den nächsten Bogen außenrum wieder in den Hauptwasserspeicher. Und von dort aus geht es dann rauswärts aus dem Überlauf, wenn mal unser gesamtes Becken komplett voll ist. Das ist so die Idee dahinter. Das hier hinten ist nur Not, oder es gehört zu dem Hauptbecken, was wir insgesamt für den Anbau haben. Also das ist so ein bisschen unser Wasserkonzept, was wir gerade aktuell fahren. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Es könnte ein bisschen mehr sein, bei 30 Tagen wird das ziemlich eng. Dann sind wir immer noch nicht in Gefahr, zumindest im Moment nicht, aber es wird eng. Und das will ich halt eben vermeiden. Dazu müssen wir aber tiefer sprengen, damit wir die Kanäle, die wir haben, besser nutzen können. So, 0,1 Tag, dann geht's hier vorwärts. Und dann gucken wir mal, jetzt müsste die Dürre eigentlich rum sein und dann müsste hier gleich ein Schlückchen Wasser rauskommen. Aus der Quelle. Und da ist es. Wir sehen schon das Grün. Und jetzt kommt dann direkt danach ein Schluck Wasser. Schön am Durchsprudeln. Sehr gut. So, unser System füllt sich natürlich in Windeseile hier. Das ist halt überhaupt kein Act. Weil das ist nicht viel Menge, was hier drin ist. Das merkt man ja auch beim Nachlaufen lassen. Dass da ist einfach... Das geht ratzfatz leer, ne? Also wir müssten hier definitiv den ganzen Speicher hier deutlich vergrößern, wenn wir das wirklich aktiv nutzen wollten. Für den Moment reicht mir das, was da drin ist, aber auf Dauer brauchen wir mehr. Brauchen wir viel mehr. So, jetzt läuft es gleich über und geht in die Überlaufgeschichte rein und dann läuft das stufenweise den Stufenstaudamm runter. Alles easy, füllt unsere Speicher auf, füllt den Stausee auf, alles gut. So die Idee. So, der Zwischendurchlauf ist offen. Das bedeutet, hier sind die Schleusen alle auf Durchfluss eingestellt. Und jetzt geht's los. Das geht dann auch hier relativ zügig durch.
Da kommt nämlich auch dann sehr viel Druck auf einen Schlag durch. Das sieht man hier unten immer. Da denkst du immer, oh Gott, wir fluten alles. Tun wir aber nicht. Ja, es läuft hier ganz entspannt, aller Ruhe und Gemach läuft das dann hier zur Seite. Wenn das einmal der Hauptdruck weg ist und sich das eingenordet hat hier, dann läuft das sehr entspannt hier runter. Immer schön über die Notspeicher. Das ist sehr gut. So. Und dann kriegt das ganze Ding hier, nimmt dann Fahrt auf. Man sieht das hier, das sprudelt das schön durch unser System einmal durch. Kommt hier an der Seite rum und wird dann hier irgendwann, wenn das voll genug ist, läuft das hier dann raus. Und dann läuft das in unser Vorbecken schon rein. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, es dauert natürlich ein bisschen, bis sich das gesamte System einmal aufgefüllt hat. Ja. Und jetzt läuft schon eben ins Vorbecken rein. Wenn das im Vorbecken ist, dauert es nicht lange, und weil das auch nicht sehr groß ist. Ja, das geht auch relativ überschaubar. Und wenn einmal alles geflutet ist, ja, dann haben wir so viel Druck auf dem System, dass das auch viel, viel schneller geht. Unsere Wasserpumpen laufen eh alle, das ist gut. Und jetzt kommt das dann eben von der Seite auch ziemlich bald. Ne? Und dann läuft das hier so rein und dann füllt das erstmal die Vorpumpen auf und dann geht das in den Hauptspeichersee rüber. Das ist sehr entspannt, sehr angenehm. Und hier hinten macht er eben zuallererst voll. Das dauert eine Zeit, bis das hier wieder komplett voll gelaufen ist. Und dann erst geht es eben, wie gesagt, mit ganz viel Druck hier rüber. Das sieht man jetzt. Jetzt kommt hier dann ziemlich stark viel Druck rein und dann füllt das auch viel schneller das auf. Und dann schwuppdiwupp. Warte. Na, trotz, dass die Pumpen das abpumpen, das merkt man auch, weil die Strömung geht hier schon so ein bisschen rüber, ne, weil die immer auch abziehen, aber das füllt dann jetzt relativ zügig auf. So, und jetzt, sobald das hier reinläuft, machen wir schon Plus. Also ab dem Moment, wo hier Wasser drin ist, das dauert am Anfang, das ziert sich so ein bisschen, bis dann einmal die Strömungsrichtung da ist und dann sprudelt das mit Gewalt hier rein. Ja, und dann füllt das auch sehr, sehr stark auf. Also 2 Tage, dann ist dieser ganze See hier ziemlich voll. Und genau, so funktioniert aktuell unser Wasserkonzept. Natürlich nicht dauerhaft, das ist jetzt nur der Status jetzt gerade. Ja. Genau. Hey Steinbeißer, einen wunderhübschen guten Abend, hi. Es sind eigentlich unsere Farmen hier schon fertig? Nee, ne? Schade. Und Brian Power, hey, dankeschön. Team Baron, hoffe bald auf Rimworld. Hey. Dankeschön für den Primary Sub im 4. Monat. Rimworld weiß ich noch nicht, ob wir das bei Zeiten anfangen. Ich schiel da noch auf 2, 3 andere Sachen. Aber Timberborn ist halt einfach so ein schönes, entspanntes Spiel. Selbst auf schwer, da schwitzt du schon zwar am Anfang sehr, sehr hart, aber dann wird's leicht. Du darfst halt bloß keinen Fehler machen. Das ist halt bei Timberborn auf schwer ist halt... wenn du da dich irgendwo verkalkulierst oder verzockst bei Ausbauplänen, dann kann es mal schnell gehen. Da musst du halt immer einen Blick behalten. Wenn du das einen Blick hast, dann geht das Spiel tatsächlich sehr angenehm zu spielen. Das ist sehr schön, tatsächlich. Weil du einfach, wenn du dann einmal so in dieser Vorausplanung bist, dann läuft das. Aber bis du da reinkommst, dauert es halt am Anfang. Und es tut am Anfang auch sehr weh, bis das läuft. Oder kommt da die Dürre und dann kommt die nächste Dürre und dann denkst du dir, oh no, ich bin noch nicht so weit. Gib mir 5 Minuten mehr Zeit. 5 Minuten nur. Ja, aber schau mal. Wir waren vorher auf zwei Drittel runter von dem System, ja. Von dem gesamten System hier. Und wenn du jetzt guckst, haben wir schon 1/3 in der kurzen Zeit wieder aufgefüllt. Und das innerhalb von einem Tag quasi. Also da kommt schon so viel Wasser in diesen Speichersee rein, dass wir auch das letzte Drittel hier gut auffüllen können.
will endlich Sprengstoff. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Mit Sprengstoff ist es einfach, besser, ne? Allein schon, was wir hier an mehr Wasser rausholen könnten, wenn wir das tiefer sprengen würden. Die ganze Ebene hier. Hätten wir schon mal so viele Blöcke mehr an Wasser. Auch hier, diese ganzen Randblöcke könnten wir schön sauber absprengen, ja? Bis hier hinter. Können wir alles sauber wegsprengen. Dann hätten wir so viel mehr Volumen hier drin. Das wäre halt viel einfacher alles. Oder hier sowieso, ne? Sagte, wer Sprengstoff? Ja, ja, ja. Ich hoffe sehr. Aber solange das Werk hier nicht fertiggestellt wird, wobei wir könnten tatsächlich mal hier durchstarten, ne? Aber wir haben keine Arbeiter. Schauen das Netz aus. Hier, jetzt siehst du es auch wieder, ne? 1700 Produktion, 390 PS Verbrauch. Wahrscheinlich abends dann. Wahrscheinlich schaue ich einfach immer nur zur falschen Zeit im Netzwerk nach. Aber jetzt gucken wir nochmal. Lass uns mal die erste Stange Dynamit herstellen. Mal schauen, was passiert. Das ist jetzt, glaube ich, Wasser vom Wasserrad, das gerade produziert wird. Die 130 Watt, PS. Ah. 3 Tage kommt die nächste Dürre. Hier ist jetzt jemand. Wie schaut unser Speicher aus? Ich muss das mal ganz kurz anschauen. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles easy. So, hier ist jetzt jemand. Aber ihm fehlt Papier. Das heißt, hier muss zuerst Papier geliefert werden. Das kann auch geliefert werden, technisch. Braucht nur einen freien Arbeiter dafür. Wir können das ja mal kurzfristig priorisieren, damit er mal ein bisschen schneller geht. Aber ich hätte ganz gern mal eine Produktion gemacht. Weißt du, wie ich meine? Hier kommt einer. Da wartet jetzt hier der arme Bibos. Da kommen Leute. Ich glaube, die bringen gerade Papier. Nee. Vielleicht kommen die da auch nicht rein. Lass mal den starten. Weil hier liegen ja noch bestimmt... natürlich genau den gestartet, der kein Papier hat. Die haben das alles geholt. Aber wohin denn? Bauen das doch nirgendwo. Hä? Haben wir... Wo ist denn das ganze Papier hin? Ach, das haben die bestimmt hier irgendwo eingelagert, hä? Da ist das drin. Warte mal. Machen wir mal ihn halt an. Die 10 Papier können wir doch ordentlich abhaken, ne? Also das ist okay. 3 brauchen wir. Können wir theoretisch 3 Stangen Dynamit herstellen. Ich will halt einfach nur mit euch eine Stange Dynamit sehen. Mehr will ich gar nicht. Das reicht mir doch. Ja. Das ist doch alles, wovon ich nachts träume. Oder so. So, da müssten jetzt eigentlich müsste jetzt der Morgenbiber kommen. Da ist er. Da kommt der Morgenbiber. Und produziert die erste Dynamitstange. Wie unser Netzwerk schaut okay aus sogar. Ja, ein bisschen wenig Einspeisung hier drin. Erste Stange ist schon ready. Wir sind im Dynamitbiss, ja? Ich dachte eigentlich, wir hätten mehr Papier hergestellt als das, was wir hier haben. Zweite Stange Dynamit ist ready. Also wenn die alle laufen, dann geht das voll ordentlich schnell mit den Dynamitstängelchen, ne? Schön. 3 Stangen Dynamit haben wir schon. Jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir das jetzt schon mal machen... Eins, zwei, drei.
Top-Prio. Das TNT-Zeitalter. Salik auf jeden. Wir sind mittendrin im Detonationszeitalter quasi. So, am nächsten Tag sollten eigentlich jetzt Tragebiber kommen und uns die da hinstellen. Und da zünden wir die auch, weil dann haben wir nämlich hier schon mal, selbst wenn das komplett austrocknet, nochmal eine 1er Größe, die du erstmal verdampfen musst. Und das würde das zumindest das Kohlrabi-Feld und ein bisschen vielleicht sogar die Blaubeeren schützen. Künftig werden wir natürlich alles hier nochmal tiefer bauen. Also es wird nochmal deutlich tiefer werden als wahrscheinlich eher sogar so tief wie das da. Da müssen wir dann mal gucken, wie das dann ist. Aber es wird schon. Hier wird schon gelegt. Na, oder? Nee. Es dauert halt eine ganze Ecke, bis die da sind, ne? Bis der TNT-Biber kommt. Da ist er. Da kommt der nächste. Und der dritte ist auch da. Sehr schön. So, Leute. Schaut's hier aus. Der Sprengstoff ist schon drin. Das muss nur noch einer fertig schnüren, das Päckchen. Da ist er auch schon einer, glaube ich. Ja. Okay, Leute. Bereit machen zur Sprengung! 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 So. Schwuppdiwupp haben wir die ersten Lunden hier angezündet. Ja, hat ein bisschen Rückstau gegeben im System. Verzieht sich jetzt aber gleich, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber, jo. Wir haben die erste Notfallsprengung für unsere Felder haben wir schon fertig. Und so ziehen wir das jetzt quasi am Rand der Felder einmal komplett durch. Außer hier in dem Bereich, da nicht. Aber ansonsten hier überall machen wir jetzt genau hier, werden wir die Wasserdinger wegmachen. Da werden wir lieber auch ein bisschen mehr Tiefgang brauchen. Und dann sprengen wir uns da schön eine Schneise der Liebe durch. Hier auch unbedingt. Damit die alles ein bisschen länger hält, wenn jetzt dann eine Dürre kommt. Ja. Die ja auch im Übrigen gerade kommt, ne? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ne? Ich dödel. Ah, Fofi, einen wunderhübschen. 19 Tage nur. Okay, dann ist kein Problem. Boah, mit 19 Tagen, Fofi, da kommen wir gut zurecht, glaube ich. So, lassen wir das mal kurz ein bisschen absacken alles. Können wir mal ganz kurz hier noch ein bisschen absacken lassen. Ja. Sollte reichen. Gut. Okay, der erste Sprengstoff hat funktioniert. Das heißt, wir haben dreimal Lunden gezogen. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe da Hoffnung. Wie schaut es mit dem Essen aus? Halten wir ziemlich die Waage? Was war deine längste Dürre im Spielstand? In dem Spielstand waren es 27 Tage, glaube ich. 30 hat man noch nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. 27 müssten das gewesen sein. Kirito, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Ja, hier werden Metallblöcke fehlen noch. Leute, was aber auch fehlt, ist die Restzeit für heute.